Die richtige Farbauswahl beim Zahnarzt, damit es nachher auch perfekt passt mit der Ästhetik. Wie funktioniert das eigentlich? Was machen wir da? Was tun die Zahnärzte, damit es hinterher aussieht, wie es aussieht und damit man nicht Zähne bekommt wie Klaviertasten? Das klären wir heute in dieser Folge lückenlos, damit ihr hinterher ein strahlendes Lächeln habt, so wie sich das gehört. So, der Zahn ist präpariert, die Arbeit kann ins Labor gehen, aber wie übermitteln wir denn jetzt eigentlich die Zahnfarbe? Tja, das ist eigentlich das magische Teil, mit dem wir das machen. Das heißt, wenn es wirklich ganz genau werden muss, und das ist ja eigentlich immer der Fall, wenn also Zahnfarbenrestaurationen hergestellt werden, muss das Labor auch wissen, welche Farbe soll es denn jetzt werden, wie muss es aussehen, wie hell muss es sein, wie viel Gelb darf rein und so weiter und so weiter. Da gibt es hier diese Farbskala, die ist jetzt erstmal, der Farbfächer ist erstmal sortiert nach Helligkeiten. Und es gibt auch verschiedene Farbzusammensetzungen auch, und das ist eigentlich auch das, wo wir immer mit arbeiten, denn hier gibt es also einmal die A3, das ist so die durchschnittliche Zahnfarbe, würde ich sagen, in Deutschland, und von der geht man immer so aus, und da gibt es verschiedene Farben, die werden immer heller, das sind die A2, die A1, das ist die sogenannte A-Reihe, dann gibt es eine B-Reihe, die werden auch immer heller und dunkler, aber da ist ein bisschen mehr Gelb in den Zähnen mit drin, eine C-Reihe, da ist ein bisschen mehr Grau mit drin und immer so weiter und immer so weiter, und so haben wir ganz viele Zahnfarben bis hin zu den Bleach-Farben, die dann ganz ultra weiß sind, wo einfach kaum noch Farbanteile drin sind, einfach nur knallweiß sind, bis fast keramisch weiß, ne? Man sagt so spaßeshalber Villeroy & Boch. Und diese Zahnfarben übermitteln wir dann ans Labor. Wir halten also den Patienten diese Muster, die kann man hier also rausnehmen, auch desinfizieren, halten wir einfach an die Zähne, gucken, passt das zu den Nachbarzähnen, oder passt das zu der Zahnfarbe, die sich der Patient gewünscht hat. Manchmal haben auch die Patienten noch alten Zahnersatz oder alte Fotos von sich aus der Jugend oder von der Vorhersituation. Da kann man natürlich mit einschicken. Oder wir machen einfach Fotos. Wir haben dazu eine große Kamera, eine große Spiegelreflexkamera mit so einem großen Zangenblitz, mit der man wirklich die Farben toll erfassen kann. Und wir haben auch die Möglichkeit, sonst einfach mit dem Handy ein Foto zu schießen, das einfach rüber zu schicken. Auch die Handysensoren haben mittlerweile so gute Fotoqualität erreicht, dass man wirklich schön was machen kann. Wichtig ist, dass das Licht immer richtig vorhanden ist, also nicht irgendwie da mit einem riesen Strahler drauf knallen, sondern wirklich bei Tageslicht, bei vernünftigem Licht dem Zahntechniker ein Bild übermitteln, ist ganz, ganz wichtig. Und wenn das alles gar nicht klappt oder dem Patienten das ganz, ganz wichtig ist und das also wirklich nicht ausreicht, dass man Fotos, Zeichnungen mit einschickt oder Beschreibungen der Zähne, dann können wir den Patienten tatsächlich auch direkt zum Labor schicken. Das ist nicht weit von unserer Praxis und da kann der Patient tatsächlich Modell stehen. Dann wird der Zahntechniker sich Zeit nehmen und die Verblendung direkt am Patienten erstellen, kann also immer wieder ranhalten und kann sehen, passt es schon, kann sich mit dem Patienten austauschen, ist das das, was gewünscht war. So ein Termin, der dauert dann zwar 10, 15, 20 Minuten beim Labor. Man hat dafür natürlich den Vorteil, dass es dann nochmal deutlich ästhetischer wird. Das kann sich zum Beispiel lohnen, wenn so einzelne Frontzähne oder sowas ersetzt werden, wo das natürlich besonders wichtig ist, dass das alles harmonisch da reinpasst. Na, und dann machen wir sowas oder bieten wir sowas auch schon mal gerne an. Ja, und das sind sie, die Möglichkeiten, wie wir die Zahnfarbe übermitteln, wie wir überhaupt rausfinden und wie wir eigentlich im Prinzip das ideale Smile erstellen, um letztendlich farblich auch nicht daneben zu liegen, dass der Patient auch zufrieden ist mit dem, was er da trägt.